So, Freunde, was geht da wieder ab? Die Kacke ist komplett am Dampfen zwischen Belasch und Flair. Wir gönnen uns das Ganze auf ungeschnittenen Hasen. Let's go. Finales öffentliches Statement zu diesem eierlosen Cheer. Das Cheer bedeutet, darum, dass wir die wichtigste Frage vorne wegnehmen, dass das direkt geklärt ist für alle Leute da draußen. Warum habe ich das Gespräch nicht veröffentlicht, was ich gestern gesagt habe, dass ich habe, was ich auch habe? Ich habe es nicht veröffentlicht, weil ich mich mit seinen Cojones unterhalten habe am Telefon und ich eingesehen habe, dass es kein korrekter Move wäre, das jetzt rauszubringen, weil der Bruder, mit dem ich telefoniert habe, der nicht dieser eierlose Kiel ist, ja, sondern der halt immer den Scherbenhaufen leider wegräumen muss, den dieser eierlose Kiel hinterlässt, wo er mir auch selber leid tut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr undankbarer Job, aber nun, was soll man machen? Dieser Bruder möchte natürlich aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden und dementsprechend respektiere ich auch seinen Wunsch, weil er einfach korrekt ist. Das ist einfach ein korrekter Typ. Wir kommen auch miteinander sehr gut klar und ich mag ihn einfach. Deswegen muss ich leider die sensationsgeile Öffentlichkeit enttäuschen. Dieses Gespräch wird nicht rauskommen, aber ist auch scheißegal. Was wichtig ist für euch zu wissen, ist einfach nur, dass dieser eierlose Kier sich mal wieder, ja, genauso verhält wie die Leute, die er immer in der Öffentlichkeit versucht anzuprangern. Und zwar, dass im Deutschrap alles so peinlich ist, weil alles immer über Rücken läuft, bla bla bla. Ja? Und wie ihr jetzt alle gerade mitbekommt, ist er selbst das Paradebeispiel von dieser Thematik. Immer große Schnauze, herablassend, respektlos zu allen Leuten. Haben wir alles jahrelang mitbekommen. Ich kenne 1 Million Stories, wie er andere Leute einfach wie Scheiße behandelt und denkt, da kommt immer damit durch. Und er kommt auch größtenteils irgendwie immer damit durch. Aber diesmal sieht die Sache halt einfach anders aus. Er hat jetzt und Onkel B als Gegner. Nur, was für ein Charakter dieser Junge hat, dass ich mich mit seinen Cojones unterhalten muss die ganze Zeit. Ja? Was ich auch echt versucht habe zu vermeiden, so gut wie es geht. Gott weiß, ich habe 3-4 Tage lang versucht, diesen eierlosen Kiel ans Telefon zu bekommen, habe ihn über WhatsApp alles mögliche an den Kopf geworfen, was man ihn an den Kopf werfen kann, keine Reaktion. Er hat mit irgendeiner Nummer hat er mich mitten in der Nacht angerufen, wo er auch diese Scheiße gepostet hat auf Instagram. Habe ich zurückgerufen, 3 Tage lang, nix, Nummer aus. Auf WhatsApp hat er einmal zurückgeschrieben, diese eierlose Kiel, und danach dann war auch schon wieder Sendepause. Dementsprechend, ihr müsst es einfach verstehen, ich habe probiert, aus dieser Politik mich rauszuhalten. Politik heißt was? Dass dann auf einmal Leute am Telefon sind, mit denen ich mich über diesen eierlosen Kiel unterhalten muss, die eigentlich mit der Problematik selber gar nichts zu tun haben. So, und das ist genau das, was mir immer auf den Sack gegangen ist in dieser Industrie und an diesem ganzen Scheiß jetzt hier, der gerade abgeht, dieses ganze Rumtelefonieren und so weiter, als hätten die irgendwie einen speziellen Werbedeal mit Eyeldis oder was, dass jeder die ganze Zeit durch ganz Deutschland rumtelefoniert und 50 Leute mischen sich ein und reden, aber der eierlose Kiel selber redet nicht. Das ist das, was ihr wissen müsst, ne, über euren Helden. Und da gibt es natürlich Leute, die sich bei mir gemeldet haben, denn irgendwie halb Deutschland wartet nur darauf, dass der mal endlich demoliert wird, weil ihn einfach keiner leiden kann, Alter. Außer seine Fabian-Thorsten-Fans, weißt du, die denken, er wäre voll der stabile Deutsche. Es gibt so viele stabile Deutsche da draußen. Warum habt ihr euch den ausgesucht? Ich verstehe das sowieso nicht, muss ich dazu sagen. Aber was wichtig ist zu erwähnen in dem Zusammenhang, ist als allererstes mal das. Adresse mir zuschicken, sein Kennzeichen. Dies, das, ich hab das alles. Ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, was sein Auto ist, dies, das, es nützt mir alles überhaupt nichts, interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Ja? Ich bin überhaupt nicht der Typ, Alter, der vor seiner Haustür die ganze Zeit jetzt irgendwie einen Campingplatz veranstalten wird und sein Zelt aufschlagen wird, in der Hoffnung, ja, dass der eierlose Kiel dann zufällig vorbeikommt und dann kann man ihn mal an seine Ohren ziehen. Das wird, Digga, ich hab Respekt vor mir selber, ich hab Respekt vor meiner eigenen Zeit, vor meinem eigenen Leben, das wird nicht passieren. Ich kenne Leute, die das probiert haben, die haben mich nicht erwischt, keiner weiß. Und ich erkläre euch mal den Leuten da draußen, die nicht wissen, wie Berlin wirklich funktioniert. Er hat bestimmt einen riesen Vorrat an Essen und Trinken zu Hause. Die Leute, die sich haben hypnotisieren lassen die letzten Jahre. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie diese Jungs funktionieren und operieren, okay? Das ist nämlich so, dass sie seit 15 Jahren ungefähr eigentlich Berlin nur als einen Indoor-Spielplatz genießen dürfen. Und zwar, dass man irgendwie von seinem Auto, von der Tiefgarage am besten direkt irgendwie nach Hause geht und dann vor dem Smartphone den Internet-Rambo raushängen lässt. Das ist halt die Realität, ja. Also man steigt vom Auto aus, geht mal in ein Studio zum Beispiel rein, macht da seine Sachen oder geht in einen Schickimicki-Bereich, so, weißt du, und hofft, dass man nicht abgefangen wird. Oder was ist das denn für ein Leben? Jetzt mal im Ernst.
wie wenig Selbstwertgefühl haben solche Rapper oder allgemein solche Menschen. Ja, es gibt mit Sicherheit auch YouTuber, die so sind, die sich nicht frei bewegen können, nirgendwo. Ist das für euch ein Leben? Jetzt mal eine ernste Frage. Wäre das für euch ein Leben, was lebenswert ist? Oder solche Geschichten, aber du siehst doch einen Flair niemals am Kotti aussteigen und sich einen Döner kaufen, Bruder. Ja? Oder irgendeinen anderen von diesen Großmäulern. Und es hat halt damit natürlich auch was zu tun, dass sie Fame sind, richtig? Aber das ist nicht der einzige Faktor. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass sie fake sind und dass sie unbeliebt sind und dass sie ihr Großmaul, ja, dass sie das von anderen Leuten immer regeln lassen. Das Telefonbuch ist wichtiger als das eigene Herz bei dir. Deswegen dieser eierlose Kier, ja. Im Internet ist er auf jeden Fall eine ganz große Nummer. Da ist er ein ganz krasser Typ. Haben schon 1000 Leute ja vor mir auch schon erzählt. Also den 1001. müsst ihr dann ja irgendwann mal vertrauen können, weißt du so. Ich als Fake-36er, wie er mich darstellt, ich meine, ich bin hier gerade in Kreuzberg, ich laufe hier gerade rum. Geh mal einfach, egal in was für ein Café, egal zu welchen Leuten, Schlesi, Girli, Prinzen, dies, das, frag mal nach meinem Namen, keiner wird dir was Schlechtes sagen, weißt du. Ich komme mit allen gut klar, die mögen mich, die respektieren mich, weißt du, die Obergangster, aber auch die ganz normalen Leute. Aber das liegt nicht daran, dass ich mit meiner großen Schnauze die ganze Zeit Filme verkauft habe, dass ich hier respektiert werde in diesem Bezirk und überall hingehen kann und wirklich herzlich empfangen werde. Es liegt einfach daran, dass ich hier seit 1991 wohne, verdammte Scheiße. Also ich bin hier nicht rausgekommen. Ja, das ist ja noch nicht mal relevant. Ja? Aber die Tatsache, dass du dich halt nicht frei bewegen kannst, zeigt dir eigentlich, wie dreckig ein Mensch sein muss. Sei mal alles dahingestellt, was Belasch da behauptet. Aber glauben wir das einfach mal. Wenn ihr nicht in der Lage seid, euch frei zu bewegen in eurer eigenen Stadt, ist das ja quasi wie so eine Art Knast. Und was man weiter darüber hinaus sich denken muss, ist diese Frage. Wie dreckig und ekelhaft muss man wirklich gewesen sein, dass höchstwahrscheinlich korrekte Leute sogar einen Hasskick auf dich haben? Wie sehr musst du diese Menschen in deiner Umgebung angewidert haben mit deinen ganzen Lügen? Es ist schon relativ schwer, sowas hinzukriegen. So, mal abgesehen davon habe ich mir meinen Respekt dadurch verdient, dass ich mir halt nichts hab sagen lassen, dass ich mich nicht hab knechten lassen, aber auf der anderen Seite vor allem immer hilfsbereit war. Vor allem Kindern, Jugendlichen in irgendwelchen Jugendhäusern und so weiter. So. Deswegen, ich führe ein sehr erfolgreiches Leben, mein Bruder. Im Gegensatz zu dir. Diese gescheiterten Existenzen definieren ihren Erfolg, wie sie ihn nennen, 100% nur durch Materie. Aber nein, Bruder, ich hab Familie, weißt du, die hinter mir steht. Ich habe Freunde, die hinter mir stehen. Ich habe eine Hut, in der ich super beliebt bin. Verstehst du, was ich meine? Das ist Erfolg. Wenn ich abends in mein Bett gehe, geht es mir gut, weil ich in den Spiegel sehe und ich bin zufrieden. Was ist wichtiger? Das oder deine Kette? Das musst du dich selber fragen. Das musst du selbst für dich selbst definieren können. Ja? Weil am Ende des Tages, du kannst nichts von diesem ganzen Scheißdreck rübernehmen. Aber Gott sei Dank, mir geht es auch finanziell gut. Ich weiß gar nicht, was da labert. Weißt du so? Und jeden Tag geht es mir auch noch finanziell auch noch besser. Und dementsprechend, ihr könnt davon hundertprozentig überzeugt sein, dass ich niemals mit so einer armen Wurst tauschen wollen würde. Alleine, dass ich meine eigenen Probleme klären kann, das ist erstmal eine ganz wichtige Angelegenheit. Du wirst niemals erleben, dass irgendjemand für mich irgendwo anruft. Ja? Das wird nicht passieren. Wenn du 500 Leute organisierst, na gut, okay, willst du Telefonbattle machen, dann machen wir Telefonbattle. Aber nicht von meiner Seite. Und dann haben sie am Ende des Tages jemanden vor sich zu stehen, weißt du, der seinen Respekt verdient hat, nicht durch sein loses Mundwerk, und nicht durch seine dämlichen Ansagen, wo er die Eier in der Hose nicht mehr hat, hat er sich selber dafür gerade zu machen, sondern halt dadurch, was er ist und was er getan hat. Der Hut was zurückgegeben und so weiter. Ja, das ist halt der Punkt. Ja, und trauen sich halt nicht, weißt du, im Gesicht genauso zu reden wie im Internet. Das ist doch das größte Armutszeugnis von allen überhaupt. Seit 5 Tagen versuche ich diesen Bruder dazu zu bekommen, sich mit mir zu treffen. Komm, wir treffen uns. Komm, wir treffen uns, wir reden. Ja, wir reden auf ein Latte Macchiato. Lass mal quatschen, lass mal gucken, ob du dieselbe Energie behältst wie im Internet mit deinen großen Sprüchen und deiner großen Schnauze, deine herablassende, respektlose Art, die du anderen Leuten an den Tag gelegt hast, Jahre und Jahre lang und oft damit durchgekommen bist. Aber machen sie ja nicht, machen sie ja nicht. Und das ist das Peinliche an dieser ganzen Situation. Ja, deswegen habe ich versucht, echt mich da rauszuhalten und lange nicht mit den Coronis zu telefonieren. Das Ding ist einfach, er schießt ja die ganze Zeit gegen Flair. Wie kann Flair sich das gefallen lassen? So, wenn er nur einen Funken Stolz und Ehre hätte, würde er doch dagegen stehen. Er würde sich direkt im selben Moment mit ihm treffen und ihm zeigen, dass er wirklich der Typ ist, von dem er halt behauptet, dass er es ist. Aber das ist halt so unangenehm, Leute, ehrlich. Aber am Ende ging es leider nicht anders. Und seine Corona ist cool drauf. Das ist das Ding, deswegen veröffentliche ich auch dieses Ding nicht. Und dann vergleicht sich so ein eierloser Kier
schön geschlossen in seiner komischen Siedlung, wo er wahrscheinlich sogar Securities hat oder keine Ahnung was, vergleicht er sich mit jemandem mit mir, wie mir, weißt du so? Und kriegt dann natürlich schlechte Laune, weil ich begrabe ihn am Mikrofon, ich begrabe ihn face to face und mein Telefonbuch ist auch nochmal dicker als seins. Der kriegt richtig Krise zu Hause. Also was bleibt dir dann noch übrig? Wenn du diese Sachen alle realisiert hast, was bleibt dir dann noch übrig als so ein eierloser Kier? Das Einzige, was dir noch bleibt, ist mit deinen Klickzahlen rumzuprallen oder keine Ahnung was. Oder mit deiner Kette. Bruder, soll dir alles geschenkt sein. Solange du dieser Lappen bist, der du bist und ich bin der, der ich bin, weißt du, ich gehe zufrieden nachts in mein Bett und du guckst in den Spiegel und du siehst einfach einen Bluff. Das ist das, was du siehst. Solange das alles so geregelt ist, ist das okay. Ich kann damit absolut gut leben. Bleib du, du, ich bleib ich. Kein Thema. Glaub mir, ich bin höchst zufrieden mit dieser Situation. Aber stell dich einfach, ja? Komm einfach, lass uns quatschen, lass uns reden. Guck mir in mein Gesicht, behalt diese Energie. Das will ich sehen. Einfach. Als ob das je passieren würde. Wie oft haben wir schon auf solche Situationen reagiert? Es kam noch nie dazu. Jedes Mal, wenn Leute, die von der Reichweite, sage ich mal, kleiner waren als größere Rapper, die wirklich so eine Klappe haben im Internet, in der Öffentlichkeit, immer wenn so ein kleiner Raffer in der Reichweite halt, ne, kam und die herausgefordert hat und meinte, ja, forder das doch, ja, komm, zeig mal, du sagst, du fickst jeden 1 gegen 1, du sagst, du bist Straße, du sagst, du bist dies, du bist das, halt die Fresse, komm, zeig mal, du hast von denen nichts mehr gehört. Und dann haben die auch noch so viele Fans und Follower, die die anhimmeln und wirklich denken, die wären krass. Einfach nur fürs Protokoll, weil es das letzte öffentliche Statement ist, was ich zu so einem eierlosen, schmierigen Tier überhaupt rauslassen werde. Deswegen muss man auch die Fakten einfach direkt auf den Tisch legen für alle Leute, die schnell vergessen, ja, in dieser schnelllebigen Welt. Ja. Die erste Respektlosigkeit kam beim dritten Podcast, ja, wo er von oben herab und respektlos, so wie man den kennt, geredet hat. Das war die erste Respektlosigkeit, denn es ist immer ganz wichtig festzuhalten, wer den ersten Stein geschmissen hat. Ja, wir haben seine rosarote Seifenblase haben wir verteidigt. Wir haben ihn nicht versucht, in der Öffentlichkeit zu exposen, als den eierlosen Kier, den er ist, weißt du, der seine eigene Freundin sitzen lässt und danach seine ehemaligen Leute, die für ihn sich gerade gemacht haben, Alter, bei der Polizei verpfeift. Ja, er hat ja noch viel, viel mehr krummes Zeug gerissen. Ja, die Beschützer von ihm, die ihn wirklich sehr, sehr lange beschützt hatten, denen hat er auch keinen Gefallen erwidert. Auch diverse andere Sachen, die PA Sports vor mehreren Monaten veröffentlicht hat, in einem sehr, sehr starken Statement und so weiter und so fort. Die Liste ist endlos lang. Im Endeffekt denke ich mir, der Junge sorgt für Unterhaltung. Ja, der bringt Klicks, der, man weiß bei ihm, da geht es immer ab. Aber wie man gerade auch hier raushört, scheint alles nur Bluff zu sein. Sehr, sehr schade. Um sich danach dann an den Tisch ranzusetzen und so zu tun, als wäre Real Talk und über andere zu lästern und genau das ist, was er von den anderen, dem ich nicht sehen will und was er bemängelt. Ja? Nämlich ein hinterhältiger, eierloser Kiel, weißt du, der mit LKA zusammenarbeitet, der ein Fake ist ohne Ende und so weiter. Das ist das, was er ist. Aber haben wir es exposed? Nein, haben wir nicht. Wir haben den respektiert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er seinen Respekt verloren hat und trotzdem haben wir nichts gemacht. Dann ruft er nach dem PA Sports Podcast bei mir an und kotzt sich aus über das, was dort drinnen geredet wurde, weil er der Meinung wäre, ich hätte PA Sports das Maul zu stopfen in dem Augenblick, wenn er sich wie ein Möchtegern-Gangster verhält. Bruder, du warst eingeladen bei uns. Jeder hat dich reden lassen. Andere Leute sind eingeladen, ich lasse sie reden. Du redest deinen Scheiß, PA kommt, er redet seinen Scheiß. Was denkst du, wer ich bin, dass ich deinen Maul stopfe? Bin ich dein Bruder oder was? Ganz ehrlich, ich mag PA tausendmal mehr als dich, Alter. Weißt du, ihr erzählt von wem, PA ist ein, keine Ahnung, Fake-Gangster, Möchtegern, dies, das. Bruder, du bist der größte Möchtegern, den ich jemals gesehen habe hier. Ja, du bist der größte Fake-Gangster, Alter, überhaupt, den ich kenne. Ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass PA krass ist oder so, wenn er gerade zu Flair sagt, du bist Fake. Ich kenne keinen Rapper, der krass ist. Ich habe viele kennengelernt, kein einziger von denen ist krass. Alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind Bluff. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass zumindest 80% von denen, die ich getroffen habe, auch nie behaupten, dass sie Gangster oder hart sind. Von denen hört ihr nichts in der Öffentlichkeit. Die blöffen nicht so rum. Aber die, die ich kennengelernt habe und die halt behaupten auch, dass sie Gangster wären, sind es nicht. Zu 100% nicht. Ja, das versichere ich euch hier. Ich schwöre dir, du und dein ehemaliger Kollege vielleicht von Akku Berlin, vielleicht könnt ihr da gegenseitig betteln über den Fake-Pokal. Das ist das, was du bist. Quatsch mich nicht voll von PA. Vogel, Alter. PA, größter Respekt an ihn. Ja, als die meinen Instagram-Account gelöscht haben und so weiter, als die mir irgendwelche Scheiße in die Schuhe schieben wollten, von wegen Wesenvergewaltiger, ja, da hat PA als einziger in der Öffentlichkeit hat sich gerade gemacht für mich, Alter. Nur Liebe für den Bruder. Ruft mitten in der Nacht bei mir an,
und quatscht mich voll von wegen, warum wir es erlauben würden, dass solche möchte gerne an unserem Tisch so über ihn reden und so weiter. Wir wären doch alle Berliner und so weiter. Was interessiert mich, ob wir Berliner sind, Digga? Du bist ein eierloser Kier, Digga. Das ist das, was du bist, in erster Linie. Berliner kommt irgendwann ganz hinten rangeschoben. Ja? Ich mache auch nicht so eine Filme von wegen PAs, Iraner, mein Blut, ich verteidige ihn aufs Leben und so weiter. Wenn er sich wie ein Schwanz aufführen würde, dann würde er sich wie ein Schwanz aufführen. Okay, in dem Punkt verstehe ich ihn, aber bei mir ist das wirklich so, nennt es Nationalstolz, nennt es keine Ahnung, ich kenne auch viele Iraner, bei denen das so ist. Ist jemand ein Iraner, habe ich automatisch mehr Sympathien zu ihm. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber ist halt bei mir einfach so. Ja, da kann ich auch nichts dran ändern. Bei ihm ist das halt nicht so, er ist ein besserer Mensch dann. Weil so sollte es auch sein. Euch sollte scheißegal sein, wer woher kommt. Normalerweise ist es mir auch scheißegal. Aber ich meine, ich sympathisiere halt gegenüber einem Iraner mehr. Vorausgesetzt aber, wie er gesagt hat, der Typ ist korrekt. Ist das ein Arsch? Ist das ein Penner? Dann behandle ich ihn genauso wie jeden anderen Penner, ja? Was interessiert es mich, ob er ein Iraner ist oder nicht? Ja? Und mich interessiert es nicht, ob du Berliner bist oder aus Königs Wusterhausen bist oder aus Buxtehude oder was, weiß ich nicht, was, wo er denn bist, Digga. Ja? Dich sieht man hier in Berlin sowieso nicht, Alter. Nimm Berlins Eier aus deinem Mund raus. Quatsch nicht so viel. Das ist es, worum es geht. Ja? Und dann hat er angefangen, über Boogie zu lästern, Bruder. Das ist halt das Problem, was ich mit ihm dann nochmal bekommen habe. Habe ich auch in der Öffentlichkeit nicht gesagt. Erzählt, warum kommen die Leute da drauf, dass Boogie so real ist und ich nicht und so weiter. Wir sind 5 Minuten voneinander aufgewachsen, Bruder. Redest du jetzt über Straßensachen oder was? Was hast du nur auf der Straße gemacht, dass du dich mit dem vergleichst? Haargummi meiner Tochter. Ganz ehrlich, was Street Shit angeht, Boogie ist nicht Mahmoud Al-Zayn. Aber der ist, im Unterschied zu dir, ist er Pablo Escobar, ja? Das ist der Unterschied. So hart ist der Unterschied zwischen euch beiden. Was hast du jemals getan, ja? Er kommt auf die Idee, seinen geografischen Standpunkt irgendwie in den Vordergrund zu bringen, um sich mit Boogie zu vergleichen, weil er Psychose drauf bekommt, dass alle immer sagen, Boogie ist ein realer Typ von der Straße. Und es ist halt so unangenehm. Also wirkliche Gangster, und davon kenne ich mehr als genug, ihr seht die nie irgendwo damit prahlen oder angeben, dass sie Gangster sind. Die versuchen sogar in der Öffentlichkeit so zu tun, als wären das die korrektesten Familienmenschen und liebsten Leute, die es überhaupt gibt. Ja, die bauen sich so eine Art Schutzschild auf, damit das bloß nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und ihr, da seht ihr die ganze Zeit am Bellen hier in Einzel. Ich bin ein Gangster. Nein, ich bin ein Gangster. Aber ich schieße mit einer Wasserpistole. Ja, und ich schieße auch mit einer Wasserpistole, wo sogar warmes Wasser drin ist. Die Fresse. So unangenehm. Und Flair nicht. Digga, weil du halt einfach ein Fake bist. Du bist ein Bluff, Bruder. Das ist der Grund. Nichts anderes. Was kann Boogie dafür? Ja? Hat es dich gestört, dass er die Story ausgeplaudert hat damals, ne? Mit Agro Berlin und Schockmusik, wo Beef war und alle haben ihre Knarren gezeigt und wollten zum Naunerplatz gehen und Flair meinte, nein, das ist nicht so mein Ding. Ja? Ich habe die größte Gang von Berlin im Rücken. 110. Ja, hat dich gestört, tut mir leid. Ja, habe ich auch dir am Telefon gesagt. Ja, da hat dich Boogie leider in die Pfanne gehauen, aber es war leider Twitch live, kann man nicht rausschneiden. Habe ich ihm nicht gesagt, dass er sowas reden soll. Ich habe ja versucht, von diesem eierlosen Kiel sein scheiß rosarotes Kack-Image, womit er seine Fans hypnotisiert, eben nicht platzen zu lassen, damit er keinen wirtschaftlichen Schaden oder sowas bekommt. Warum sollte ich den Typen schaden, Alter? Der ist zweimal gekommen zu unserem Podcast. Ich habe ihn zweimal in sein Gesicht geguckt. Ich wusste von Anfang bis Ende alle Stories, die ich heute über ihn weiß. Aber ich habe trotzdem nichts gemacht. Warum sollte ich? Ich bin doch nicht dafür da, Alter, andere Leute in die Pfanne zu hauen. Ja? Das ist doch nicht mein Job dort. Der kommt dorthin, wir profitieren voneinander. Du hast einen Namen, wir haben eine gute, stabile Plattform. Lass uns was zusammen machen. Das ist doch für alle Beteiligten, Alter, cool, weißt du? Deswegen frag doch mal Boogie, wer hat sich denn dafür eingesetzt? Wer hat sich dafür eingesetzt, dass ihr euch vertragt? Ja, der wollte doch gar nicht. Ich habe ihn heute 3 Stunden lang auf Espresso von Hamburg nach Berlin, habe ich ihm vollgelabert, dass er sich mit dir vertragen soll. Quatschen, Alter, der war beteiligt. Der hat mit ihm geredet, ja. Klar, ein Arzt hat mal was gesagt, ein Juristin hat mal was gesagt, dies, das. Aber der Haupttyp, der die ganze Zeit gesagt hat, vertrag dich mit Flair, war ich, Alter, frag doch mal Boogie. Ja? Und das ist es, Freundlichkeit mit Schwäche verwechseln. Das ist halt der Charakter eines eierlosen Kiers. Das ist. Setzt sich großkotzig in den Podcast bei uns rein und erzählt, ja, die deutsche Rap-Szene ist so fake und so weiter. Warum? Weil die Rapper haben immer Beef miteinander und so. Und was passiert dann am Ende? Dann sage ich, naja, meistens endet es so, Rücken klärt es mit Rücken. Da macht er den hier so. So nach dem Motto, guck mal, wie peinlich diese Szene ist und so weiter. Dicker, seit 5 Tagen hast du nicht mal den Sack in der Hose, das Telefon in die Hand zu nehmen, aber hast so ein großes Maul im Internet. Und am
Ende muss ich mich mit deinen Cojones unterhalten, wo ich sage, der arme Mann, ja, warum muss er deinen Scheißdreck überhaupt wegkehren? Ja? Frage ich mich auch. Hä? Wenn er das doch nicht freiwillig macht und es ihn nervt anscheinend, so wie es sich anhört, warum macht er das dann? Ich gehe doch auch nicht zu irgendjedem X-Beliebigen und versuche dem zum Beispiel seinen Arsch oder so zu retten. Entweder muss er ja den Flair mögen oder er kriegt sehr, sehr viel Geld. Und das Geld ist ihm halt wichtiger als das andere, ja? Als dieses, er hat keinen Bock drauf. Das ist schon komisch. Ja, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Das tut mir ehrlich gesagt leid. Jedes Mal Stress machen, weißt du, ohne Ende. Und andere Leute müssen dann den Stress ausbaden. Man könnte mir gar nicht genug Geld zahlen, damit ich sowas mache. Ja, das hat der gut gesagt. Und wenn ich dieser Typ wäre und müsste auf jedem anderen, sage ich mal, gehen wir mal davon aus, mein jüngster Bruder Massi, der ist halt der einzige meiner Familie, der sich auch in der Öffentlichkeit befindet, teilweise so wie ich. Er würde nur Scheiße bauen. Ich müsste mich für ihn gerade machen. Würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Warum? Er ist mein Blut. Ja, ich habe ihn großgezogen quasi. Ich habe seine Windeln gewechselt. Aber selbst, sagen wir mal, er würde übertreiben. Irgendwann reicht es doch. Irgendwann würde ich ihm eine ballern und sagen, Junge, was soll das? Hör auf damit. Soweit kommt es natürlich nie, ne? Weil er hat halt Respekt gegenüber mir. Was Flair anscheinend nicht hat gegenüber dem Unbekannten. Muss man vielleicht mal drüber nachdenken. So. Weiß gar nicht, Alter, worum es da geht, weißt du, Geschäftspartner hin oder her. Aber das ist halt so, mir fehlen die Worte einfach, ja. Dass die Leute das einfach nicht begreifen und diesen Kid immer noch supporten. Mal, wir alle werden nach unseren Taten bemessen, nicht nach unserem Gebelle und unserem Gelaber. Ja, ich habe versucht, echt 3 Tage lang komplett nur mit dir Kontakt aufzunehmen. Es hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich versucht, über deine Cojones an dich ranzukommen. Funktioniert auch nicht. Ist kein Problem, aber erwartet nicht von mir, dass ich den Camper spiele und vor seiner Wohnung irgendwie chille mit irgendwelchen Dosenfutter und einem Wasserkocher und hoffe darauf, dass er irgendwie rauskommt. Haben andere schon probiert, haben ihre Zeit verschwendet. Mir ist meine Zeit zu schade. Ja? Aber das nächste Mal, ja, wenn du krasser Rambo, wenn du das nächste Mal zum Kameradenweg fährst, ja, weil ich habe jetzt gerade nur über mich geredet, das Problem, was du mit Boogie hast, das ist dein Problem. Und das ist Boogies Ding. Ja? Ich habe mich versucht, lange nicht da einzumischen. Aber du hast auch im Internet geschrieben, ihr wart da, ne, vor dem Kameradenweg. Das ist ja wohl, das ist der größte Witz sowieso des Jahrhunderts, Bruder. Aber solltest du das nächste Mal, ja, dir Rosineneier wachsen lassen unter deinem kleinen Kier und zum Kameradenweg fahren, tu mir einfach nur einen Gefallen und sag mir Bescheid, dass ich auch hinkomme. Dann reden wir ein Wörtchen miteinander, okay? Und solange du nicht den Sack in der Hose hast, sowas durchzuziehen, tu mir nur einen Gefallen und halt dein Schandmaul im Internet und mach dich nicht weiter zu einer Maskara. Jeder Mensch auf der Welt, der dich sieht, Alter, der nicht ein Hardcore-Fan von dir ist, der einfach nicht ertragen kann, was für ein Bluff du bist, sieht doch, was für eine Peinlichkeit du bist, ja? Das ist auch das letzte Mal, dass ich im Internet über dich rede jetzt gerade, bis wir uns mal irgendwie persönlich sehen und face to face. Dann will ich einfach nur, dass du diese Energy behältst. Sei einfach bitte nur genau der gleiche, wie du im Internet bist, wenn wir uns dann sehen. Das ist das Einzige, was ich will. Ich sag nicht, ich mach dies, ich mach das und so. Das mache ich nicht. Das Einzige, was ich sage, ist nur, ich freue mich einfach nur darauf, dich mal face to face zu sehen und ich bin sehr geduldig. Vielleicht sehen wir uns in 3 Tagen, vielleicht sehen wir uns in 3 Jahren. Spielt keine Rolle. Aber auch wenn Berlin ein Indoor-Spielplatz ist für dich, Bruder. Ich bin auch irgendwie und da mal Indoor. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Ja? Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, Bruder, halt mal deine Ohren steif, ja? Aber halt wie Boogie gesagt hat, am besten mal so ein bisschen den Ball flach. Halt den Ball einfach flach. Und wenn du wirklich irgendwelche Volleys schießen willst und Elfmeter haben willst, meld dich persönlich bei mir, okay? Du bist vogelfrei. Und wir haben auch mal wieder... So, das war die extrem lange Story von Belash und jetzt guckt mal, was Flair als Antwort darauf gepostet hat. Geh und sag... Tam stabil. Ein Bild von Belash. Ich weiß nicht, von wann dieses Bild ist. Party machen. Ich hab das... Oh, warte, das nächste. Hat er das rausgenommen? Party machen. Nase rein, Mund raus, Nase rein, Mund raus. Ihr seht gut aus, weiter. Nase rein, Mund raus, Nase, seid ihr gut drauf. Nase rein, Mund raus, Mund... Ist das überhaupt Belash? Der sieht mir nicht danach aus. Ich dachte zuerst, das wäre SSIO. Aber das kann ich nicht beurteilen. So viel zum Beef zwischen Flair und halt Belash. Er hat auch noch hier ein paar Sachen beantwortet diesbezüglich. Man wird sich bestimmt mal treffen. Ihr seht so einfach Instagram-mäßig, ja? Ist Rap-Beef nicht out und uncool voll? Das sind die letzten Penner, die den Film noch versuchen. Blablabla.
Belasch sagt, du bist vogelfrei. Er schreibt, der Pimmelkopf. Nase rein, Mund raus, Nase rein. Ja. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Ihr könnt ja eure Meinung wie immer unten in die Kommentare reinschreiben bezüglich dieses Beefes. Ich denke mal, es ist mehr als offensichtlich, was da abgeht. Sehr, sehr schade, dass das immer und immer wieder funktioniert im Deutschrap. Ohne Witz, das ist echt so unangenehm. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.